Grüße, yo. Ah, yo, ich bin wieder im kleinen Schwarzen. Ah, es ist noch immer arschmäßig heiß. Ugh. Ui. Naja, es ist ja langsam Sommer. Die beschweren sich nicht über hohe Temperaturen. Ich hasse tiefe Temperaturen. Auf jeden Fall. Little Witch Academia, Episode 23? 23, ja was. Hui. Ja, ich bin wieder extrem hinten noch. Es ist Freitag. Ich kam erst heute dazu, mit den Leuten, in denen ich normalerweise diese Serie schaue, zu schauen. Bloß ich hatte ein paar andere Sachen zu tun. Wie gesagt, ich ging zu anderen Leuten, die nicht ich sind, habe ich ein Leben. Und mochte es nicht als Arbeit, sondern als Spaß und Freude an der Sache. Und weil ich damit Leute belästigen kann, die es verdient haben. Oder die es wollen. Gibt für alles einen Fetisch, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, Episode 23. Jetzt das erste Mal erfährt man genau, was los ist. Während es auf der vorigen Episode mehr so hingeschrieben wurde, dass ebenfalls Ursula die nicht astreine Weste hat, sieht man jetzt dann hier, dass wirklich alles auf Kroas Mist gewachsen ist. Alles zu dieser Zeit, als damals Shiny Sherrod versucht hat, diese magischen Worte zu finden und bis auf das letzte Wort alles geschafft hat, aber das letzte Wort nicht zu erscheinen bringen werden konnte, hatte. Keine Ahnung, eins von diesen Wörtern, auf jeden Fall. Hat sie sich mehr damit beschäftigt, den Leuten einfach nur Magie zu zeigen und einfach mehr ja, das Ganze wie ein Show-Act aufzuführen und das Leute halt eben für die Magie zu begeistern und eben. Was dazu geführt hat, dass dann irgendwann ein Agent sie entdeckt hat und das aus ihr eine richtig große Show gemacht hat. Problem ist, dass da halt eben auch schon damals Magie mehr oder weniger am Verschwinden war und ihre magischen Fähigkeiten durch begrenzt sind, dass sie eben nicht höher Level Spells nutzen konnte, taucht auf jeden Fall natürlich immer noch ultra salzig Kroa auf. Yeah. Schön Bett in 8 Mile Hoodie und bringt natürlich, hey, ich habe hier eine neue Idee für größere und bessere Magie. Das ist Dream Fuel Spirit. Was mehr oder weniger eben das eben war, was den Leuten ihre Magie entzogen hat, aus ihren Träumen mehr oder weniger. Und ihnen dadurch eine ihrer Fähigkeiten, egal welcher Ort anscheinend, größtenteils magischer Natur halt eben. Aber wie gesagt, es wurde immer aufgebracht von Kroa. Was bringt es Leuten, die Magie sowieso nie nutzen oder nicht nutzen können, wenn sie eine Fähigkeit verlieren, die sie sowieso niemals gebrauchen? Und wenn niemand würde aus dem magischen Zirkel sich herablassen, für so eine Show überhaupt ins Publikum zu setzen, also ist die Gefahr relativ gering. Natürlich ist das halt eben... Ich habe nicht ganz raus, was für ein Zeitraum. Anscheinend ist die Show, okay, zu der Akko, okay, und Diana gegangen sind, zusammen anscheinend zu der Zeit sogar, wie es man gesehen hat. Irgendwann kurz davor gewesen, eine von ihrer letzten Shows. Und die letzte Show, in der eben sie sich eben wirklich wahnsinnig zerkracht hat mit Kroa, die eben erst da gezeigt hat, dass eben mit einem bestimmten Preis verbunden ist, dass man Magie Leuten entzieht. Und sie dann aufgehört hat, eben diese Technik zu benutzen, um halt eben nicht Leuten zu schaden, denen sie eigentlich nur eine tolle Show liefern will. Und ihre Magie natürlich deswegen auch wieder extrem fad und langweilig geworden ist für die Zuschauer, was ich allgemein ein bisschen dämlich finde. Also, ey, wenn du richtige Magie siehst, wo kann das langweilig sein? Das hat nicht mit Größe zu tun, sondern einfach mit Kreativität. Aber wie gesagt, man will ja einen Punkt dahin ziehen, aber ist okay. An dem Ecke ist es so, dass das eben das Ganze eher mehr Shiny Sherrod hereingebrochen ist, halt mehr oder weniger, während einer Show. Dass sie halt eben nicht das bieten konnte, was die Leute haben wollten, wollte, aber nicht konnte. Und dass wirklich mehr eine Ausrasse. Also daher kommt auch der riesengroße Stern auf der Mondoberfläche. Das war quasi ihr letzter großer, wirklich der Schuss ins Leere, den sie vollzogen hat. Einfach nur, weil deswegen, wenn sie
nicht anfängt, etwas Kritischeres zu tun, was eben Kroa aufbringt, kann es halt eben sein, dass Magie irgendwo vergessen wird. Und das konnte sie anscheinend nicht so ertragen. Und das ist ein Akt der Frustration und der wahrscheinlich Verzweiflung gewesen, dass sie quasi alles, was sie an Magie aufbringen konnte, in einen einzigen Schuss auf den Mond gerichtet hat und dabei anscheinend ihren Zauberstab mehr oder weniger aufgehört. Wahrscheinlich wegen Missbrauchsklausel. Ist wahrscheinlich am logischsten. Also, oder wahrscheinlich einfach nur, weil Batterie leer. Ist ja meistens so. Und, was man aber auch nicht hat, das ist eben die ganze Backstory, die du jetzt hier bekommst, hier eben, was Ursula sich eben gerade eben in ihrer dunkelsten Stunde vorhält. In der gleichen Zeit eben alle anderen Mädchen, inklusive sogar Diana, sind gerade am wahnsinnigen Suchaktion starten, um Akku zu finden, die irgendwo in der Stadt anscheinend ist. Sogar Diana dann sogar ihren persönlichen Schatz, also diese letzte Sammelkarte, die sie hat, die natürlich die letzte Karte ist, die Akku noch fehlt, zum Beispiel, sogar mitnimmt, und um sie dann Akku zu präsentieren als, als Freundschaftsbeweis, mehr oder weniger. Und sogar sich alles ein bisschen aufklärt, sowohl dass Akku sagt, was sie über Diana weiß, und umgekehrt. Dass eben sie von Andrew weiß, dass ebenfalls Diana eine Zeit lang ihre Magie nicht nutzen konnte, dass sie eben sehr neidisch darauf ist, dass Diana, natürlich kann es Diana, weil Diana natürlich so großartig ist für in Akkus Augen, dass selbst wenn man ihre Magie entnommen hat, sie irgendwann wieder selbst das zurückbekommen kann, was sie eben verloren hat. Und Akku kann ich eben immer noch hinter mir fliegen. Also man sieht, wo ihre Ecken halt eben liegen, aber das ist ein bisschen sehr. Aber es ist schön report, finde ich vor allem. Weil jetzt wird alles mehr oder weniger schön geradlinig, und man sieht das bei dir. Es ist ein bisschen sogar sehr geradlinig für Studio Trigger, muss ich sagen. Weil ich hatte definitiv einen etwas größeren Twist erwartet, vor allem. Dass ein größeren Knoten am Ende des Seils, okay, wenn man so beschreiben möchte. Eben, dass man halt irgendwas sieht, dass das Kroat eben ja, in dem Grunde ist es ja eine Verzweiflungstat, was Kroa antreibt. Auch sie versucht eben, diese vom Aussterben bedrohte Magie wieder irgendwie zum Reaktivieren, und eben mit geradezu brachialen, geradezu verachtenswerten Mitteln. Und wie gesagt, dass da sich auch herausstellt, dass eben das, was Shani Sherrod gemacht hat, auch auf Kroas Mist gewachsen ist, wirkt irgendwie so, du schaufelst auf einem bereits sehr großen Berg noch eine Schippe drauf, die unnötig war. Du hättest genauso gut das Ganze auf Shani Sherrods Schultern lasten können. Ja, das ist ein Fehler, den sie gemacht hat. Du kannst auch ruhig lassen, dass es ihr Fehler war. Und nicht irgendwie so quasi, oh, ich wurde betrogen, ich wusste, dieses gefährliche Ausmaß. Warum konnte sie es nicht gewusst haben? Sie war ebenfalls in der gleichen kritischen und verzweifelten Position. Es ist keine negative Aussage mehr. Also es ist einfach nur so, ich bin verwundert, dass sie bei Studio Trigger so eine gerade Linie gefahren sind jetzt gerade. Wie gesagt, wer weiß? Der Schluss kann einen immer noch sehr dramatisch überraschen. Weil jetzt gerade hat man ja am Schluss die Konfrontation zwischen eben Ursula, in dem Fall jetzt eben, und eben Kroa jetzt am Ende, die hat eben zeigt, dass das, was sie eben gemacht hat. Was mir nicht ganz klar ist, was es eigentlich ist. Es ist einfach mehr eine Replikation von Shiny Rod wahrscheinlich, und wirklich eine brachiale Technik, um versuchen zu starten, Magie wieder in die Welt zu bringen. Auf wahrscheinlich nicht unbedingt ungefährliche Wege. Also, wenn wir sehen, was dahin geht. Aber wie gesagt, ich war auf was Größeres vorbereitet. Das heißt nicht, dass es schlecht ist. Auf keinen Fall. Ich finde, die Story ist sehr schön gebracht. Du hast sehr mögenswerte Charaktere. Du hast sehr anschauenswerte Szenarien und wirklich schön rübergebrachte kleine Substories rundherum. Ehrlich, ich wünschte mir, mehr Anime wäre wieder so wie das. Okay? Auf diesem Level. Man hat gesehen, wo Trigger eigentlich hin will. Also wirkt das hier ist eine sehr ruhige Geschichte in dem Sinn. Wir werden sehen, was noch dazu kommt, aber ich
weil jetzt nicht sagen, dass das jetzt irgendwie ein großes Rad neu erfinden wir im letzten Akt oder so. Das ist jetzt keinerlei und überhaupt nicht. Falls wir, nee, ist überhaupt nicht negativ. Ich wollte nur etwas aufgebracht haben, das ich gesehen habe, bevor wir halt. Warum hat das keiner gesagt? Okay? Aber in diesem Sinne, cheers, bis zum nächsten Video. Es ist scheiße. Ich gehe, glaube ich, bald mal unter die Dusche. Typen wie ich sollten das öfter machen. Was ich auch mache zum Glück. Yay. Und lasse den Freitag ruhig ausklingen und freue mich aufs Wochenende. Das ich eigentlich jetzt schon habe, weil ich habe ein langes Wochenende. Yeah. Und vielleicht noch ein paar nette kleine Geschichten, die man so erleben kann. Und ein paar Pastelsachen. Cheers, bis zum nächsten Mal. Anzipose, wie gesagt, der Kaffee bleibt warm. Wie kann es hier kalt werden? Hier ist es nicht kalt. Bäh.